Oh Gott! Ich weiß es. Oh mein Gott, ich bin ein Trottel. Ah! Ja, ich weiß es, ich weiß es. Oh mein Gott. Wie kann man so vergesslich sein? Wie bin ich überlebensfähig? Wie habe ich es geschafft, 32 Jahre alt zu werden? Jetzt mal ernsthaft. Es gibt Tage, da frage ich mich das wirklich. Heute ist einer davon. War das jetzt hier? Nee. Oh mein Gott. Hallo. Lass mal los. So. Oh Gott. Der bleibt ja fliegen. So, und irgendwo hinten war doch auch noch so ein Ding, ne? Okay. Loot. Fläschchen. Mhm. Ja. Aber wir sollten langsam mal wieder ein bisschen fighten, actually. Nach dem Vermeider. Oh Gott. Diese Steine hier. Ja, ja, natürlich. Ah. Okay, das ist gar nichts. Na gut. Fair enough. So. Gucken wir mal. Wo bin ich denn jetzt? Aha. Aber wir sind auf der anderen Seite. Hä? Manon ist nach. Oh no! Ah. Ich rette dich! Ich komm nicht hin. Ha, blöd laufen für dich. Tempel des Lama. Hier war Hammer vom Lama. Dies ist der Lama-Tempel. Seid willkommen, Reisende. Voraus liegt die Wüste von Lamakan. Ein sehr heißer Landstrich. Ruht euch gut aus, bevor ihr weitergeht. Willkommen, müde Wanderer, wie kann ich euch dienen? Alles gut. Hallo, Krillin. Wisst ihr, was Meditation ist? Ja. Sie erlaubt euch allein durch das Schließen eurer Augen inneren Frieden zu finden. Und euren Geist von der Welt um euch herum abzuschotten. Okay. Meditation ist absoluter Quatsch. Also, ich sag mal, es kann ja sein, dass es irgendwelche Leute gibt, die das können, ihren Hirn auszuschalten und einfach so da zu hocken. Ich finde das unglaublich langweilig und nervtötend. Ich krieg von sowas schlechte Laune, wenn ich mich hinhocke und nichts tue. Ich werde da so hibbelig aufgedreht und krieg wirklich schlechte Laune von. Ich kann das nicht. Wahrscheinlich ADHS-Gründe, aber... Ich finde das furchtbar. Ich finde auch Baden. Du hast ja auch ADHS. Ja, und? Ey, ohne Scheiß, das geht nicht. Allein Baden in die Badewanne legen. Nach 5 Minuten denke ich mir, ich habe nichts zu tun. Ich muss da raus. Das geht nicht. Meditation. Das ist genauso wie... Habe ich auch schon mal gehört. Ja, hast du schon mal mit Meditation und Yoga versucht? Wenn mir noch einer kommt mit so einem Scheiße, Alter, dem springe ich ins Gesicht und mache Pups-Yoga in seine Nase. Also, Badenschmaden, Baden ist lame. Es ist schon ganz nett, aber man hat einfach nichts zu tun. Wenn man wenigstens schwimmen könnte, wie in einem großen Becken. Aber in so einer Badewanne ist halt einfach kein Platz. Das geht nicht. Du, der du zu mir sprichst, ich fühle eine große Unsicherheit und Angst in dir.
Weißt du was? Gucken wir doch mal, was du so für Unsicherheiten in deinem Gehirn hast. Ich fühle unreine Gedanken in dem Mann an meiner Seite. Sein Training ist zu schwach. Unreine Gedanken? Du wurdest mir gerade eben sympathisch, mein Lieber. Er denkt wirklich an nichts, oder wie? Ich bin hungrig. Junge Krieger, kommt ihr aus dem Osten? Ich weiß nicht, wo ich herkomme. Ja, es ist von mir auch aus dem Osten. Habt ihr auf dem Weg in Xian-Station gebracht? Ja. Meister Fee ist in Xian, steht unser Meister Hama sehr nahe. Schüler aus Fees Schule setzen hier oft ihr Training fort. Cool. Das ist so ein Mana-Stein. Er füllt meine PP auf. Oh, die brauche ich gerade nicht aufgefüllt haben. Lass den mal liegen. Wusstet ihr, dass Meisterin Hama die größte Meisterin des Chi ist? Ja, wusste ich. Ihr wisst das? Dann hat er sicher schon von Meister Fee in Xian getroffen. Doch Hamas Kraft reicht noch weiter. Ich wollte eigentlich auf Nein klicken. Ich war eigentlich nur ein Missklick, aber... Wie, da ist leer. Gehen Sie bitte aus dem Weg. Stein hochheben. Was ist das schon wieder? Der mit der Kraft zu sehen, was nicht gesehen werden kann, soll die Wahrheit schauen. Steht es an der Wand geschrieben. Ah, fehlt mir schon wieder ein Skill, würde ich mal tippen. Milchi, hilf mir, ich bin in Fiesta Online gefangen. Ja, Milchi kann dir ja nur helfen, dass du dann in Final Fantasy 14 gefangen bist. Meisterin Hama meditiert. Bitte verhaltet euch außerordentlich leise. So, Isaac, du und deine Adeptengefährten seid endlich gekommen. Aha, hi. Endlich gekommen? Hat sie uns denn erwartet? Nein. Woher wussten sie denn, dass wir kommen, Isaac? Ich habe einen Brief geschrieben. Ich hatte eure Ankunft vorausgesehen. Du wusstest also, dass wir kommen würden. Ich warte schon seit langem auf euch. Ihr sucht nach den Elementarsternen. Du weißt auch von den Elementarsternen. Wer bist du? Ich bin ein Jupiter-Adept. Genau wie Ivan. Ich bin kein Jupiter-Adept. Wovon sprichst du? Du bist es, Ivan. Obwohl du es noch nicht weißt. Warum sagst du das? Hast du denn nicht die Kraft, Gedanken zu lesen? Diese Fähigkeit ist einzigartig für Jupiter-Adepten. Du hast unser Kommen vorausgesehen. Ist das ebenso Psi-Energie? Hoho, ausgezeichnete Frage, Fräulein Mia. Ja, die Fähigkeit, Ereignisse vorherzusehen, ist den Jupiter-Adepten vorbehalten. Hey, Ivan! Guck mal die Lottozahlen von morgen an, bitte. Dann kann auch Ivan diese Fähigkeit erlernen? Nein, natürlich nicht. Das hat er bereits. Das glaube ich nicht. Und doch ist es so. Du bist dir dessen nur noch nicht bewusst. Die Macht des Jupiter muss groß sein, wenn sie dich in die Zukunft sehen lässt. Oh, aber Ivan kann sogar noch eine größere Kraft erlangen. Ja, mach dem Kerl überhaupt keinen Druck. Der ist... Welche größere Kraft? Enthüllung. Enthüllung? Kann ich das auf sie direkt anwirken? Ja, ich habe lange darauf gewartet, dir die Kraft des wahren Gesichts weiterzugeben. Was ist jetzt gerade los? Du hast hier im Lama-Tempel gewartet, nur um Ivan Enthüllung beizubringen? Du wirst Enthüllung brauchen, um deine Ziele zu erreichen. Mit der Zeit können Jupiter-Adepten Enthüllung von sich aus lernen. Aber diese Kraft alleine wird euch nicht helfen, Saturus und seine Kumpane zu finden, da sie ständig weiterziehen. Saturus und seine Kumpanen waren es, die die Seidenstraße blockiert haben. Felix und die anderen, wie? Diese Feiglinge. Felix trägt ein schreckliches Schicksal. Eine Last, die ich niemandem wünschen würde. Ein schreckliches Schicksal? Was meinst du? Es tut mir leid, aber ich kann darüber nicht mehr sagen. Er wird sterben am Ende des Spiels.
Jetzt müssen wir uns auf die Kraft der Enthüllung konzentrieren. Nein, nein. Ihr werdet die Enthüllung brauchen und die böse Wüste von Lamakan zu durchqueren. Wie kann denn eine Wüste böse sein? Eine Wüste ist ein lebloses Objekt, ein Zusammenwurf aus Sand. Das ist eine Wüste. Die Wüste selbst kann nicht gut oder böse sein. Sie ist einfach nur eine Wüste. Eine böse Wüste? Wie ist denn sowas möglich? Ist denn sowas möglich? Nein. Es ist sicher schwer zu glauben. Nicht wahr, Isaac? Ich kann das nachempfinden. Sand ist böse! Warum brauchen wir Enthüllung, um die Wüste zu durchqueren? Ach, wir brauchen die Lands of Truth, ne? Die extreme Hitze war schon hart genug bei der Durchquerung. Das Böse hat von der Wüste Besitz ergriffen. Ihre Hitze ist unerträglich geworden. Die Wüste zu diesem Zeitpunkt zu betreten, heißt nichts anderes, als um den Tod zu bitten. Die Wüste wählt AfD. Dann will ich mit der Wüste nichts zu tun haben. Wie konnte dann Sartorius so einen tödlichen Ort durchqueren? Magie. Sartorius und Menadi sind Mars-Adepten. Es ist nur eine Vermutung, aber ihre Kräfte könnten ihnen helfen, die Hitze zu unterdrücken. Ich verstehe noch immer nicht. Wie soll uns das Enthüllen helfen? Mit Enthüllung werdet ihr Oasen finden, in denen ihr euch abkühlen könnt. Was brauchen wir dazu Enthüllung? Können wir die Oasen denn nicht sehen? Wisst ihr, was eine Fata Morgana ist? Nein. Intensive Hitze erschafft einen Vorhang aus Luft, der die Sicht verzerrt. Fata Morgana täuscht eure Augen, sodass ihr keine Oasen finden könnt. Klingt so, als sollte Ivan Enthüllung lernen. Was denkst du? Ach, Quatsch. Nee. Oh, komm schon, Isaac. Wenn wir Felix folgen wollen, brauchen wir Enthüllung. Ivan, du solltest dir von Meisterin Hammer beibringen lassen, wie man Enthüllung anwendet. Was ist los, Meisterin Hammer? Du kannst mir doch Enthüllung beibringen, oder? Ich bin nicht sicher, ob es funktioniert. Um mich darauf vorzubereiten, habe ich versucht, einem jungen Mädchen eine Kraft zu verleihen. Allerdings war es nicht Enthüllung. Meine Schülerin war kein Adept. Aber ich dachte, jeder könnte eine Fähigkeit, die er bereits besitzt, vervollkommenen. Nein, nein. Ich stellte keine Veränderung an dem Mädchen fest. Keine Verdrängung. Nein, es gab eine Veränderung. Sie jetzt. Natürlich. Wahrscheinlich die Mutter. Feigt sie, warum bist du hier? Ich habe es gefühlt. Gefühlt? Was hast du gefühlt? Hizu ist in Gefahr. Hizu, der Name. Hizu hat diesen Ort vor langer Zeit verlassen. Ich weiß, aber Hizu ist nicht nach Xian zurückgekehrt. Die Felsen in den Bergen. Ich habe es gefühlt, ich kam durch die Mine. Ich kam, um Hilfe zu bitten. Ich habe nichts gefühlt, da ich mich auf Isaacs Ankunft konzentriert habe. Aber warum ist die Kraft erst nach all der Zeit zu dir gekommen? Edelsteine fielen aus dem Himmel. Einer traf mich am Kopf. Oh, sie hat eine Gehirnerschütterung und denkt jetzt, sie könnte magische Kräfte. Sie hat einfach nur einen Vollschaden. Was? Psychsteine? Warum Autotext? Psychsteine. Dann funktioniert es also doch. Was ist mit Hizu? Lasst uns Hizu zur Hilfe eilen. Ich weiß sogar, wo er ist. Meisterin Hammer, was ist mit uns? Was ist mit Enthüllung? Enthüll dich selber. Das habe ich ja ganz vergessen. Offensichtlich konnte ich meine Kraft an Faizi weitergeben. Also wird es auch bei dir funktionieren. Ohrfeige, bam. Kinetische Kraft ist auch eine Kraft. Ivan erlernt Enthüllung. Yay. Das sollte reichen. Benutze Enthüllung, um die Wüste zu durchqueren. Cool, danke. Bye. Habt ihr euch dieses neue MMO mitgekriegt, das heute live geht? Tadesland? Ne, noch nie von gehört. Aber deine Enthüllung ist noch nicht allzu stark. Die Oasen erscheinen vielleicht nicht.
Der Rest hängt von Ivans Fähigkeiten ab. Ivan, ich bin froh zu sehen, was für ein starker Mann du geworden bist. Was ist hier passiert gerade? Ivan, du und die Meisterin Hama, kennt ihr euch? Nein, aber sie wirkt nicht wie eine Fremde auf mich. Felix und die anderen müssen schon weit voraus sein. Nee, Quatsch. Die Wüste mag sie zwar aufgehalten haben, aber wir dürfen keine Sekunde verlieren. Naja, wir können nicht einfach so gehen. Nein? Hama braucht vielleicht unsere Hilfe. Sie hätten noch Feizi an ihrer Seite. Sollen wir ihr nicht auch helfen? Nö. Ich mache mir Sorgen um Feizi und Meisterin Hama. Aber ich verstehe, dass du Felix und die anderen einholen willst. Wir gehen einfach mit dir, Isaac. Wie auch immer du dich entscheidest. Ich frage mich, wovon Meisterin Hama gesprochen hat. Keine Ahnung. Frag mich doch nicht. Oh, es tut mir leid. Lass uns gehen. Genau genommen zeichnet sich eine Wüste durch Vegetationsfeindlichkeit aus, as far as I know. Da braucht es keinen Sand für. Es gibt zum Beispiel auch Eiswüsten oder Felswüsten. Ja, true. Haha, 6 Geld. Ich habe 6 Geld gefunden. Ivan, wenn du es nicht weißt, werden du und deine Freunde in der Wüste elendig sterben. No pressure. So, was haben wir denn hier? Enthüllung! Das ist die Kiste. Lebenswasser an Garrett. Aha. Wie? Nein, nicht du. Halt die Pappen. Wie lege ich sowas nochmal auf eine Kurztaste? Wie geht? Oh, wie ging das? Ich habe jetzt auf R noch hier Wachstum. Brauche ich aber gerade nicht. Scheiße, wie ging denn das? Status? Enthüllung. Kann ich das irgendwie? Psi? Ja, aber wo? Wie ging denn das? Start, bevor du einen Charakter auswählst. Ah, jetzt R und dann. So, jetzt habe ich... Okay, perfekt. Ah. Ja, wenn das irgendwo steht, lese ich das doch nicht. So ein Quatsch. Lesen. Lesen, schmesen. Teilen mir meine Spesen. Haha. Bin schon still. So, herab. Aha. Frech. So, bist du in Ordnung? Was denn, Haber? Mir geht es gut, aber die Felsen. Ich kann mich nicht rühren. Ich habe keine Beine mehr. Das scheint unverletzt zu sein. Du bist sicher glücklich, Feizi. Ja, danke, Meisterin. Aber was können wir ihn nur befreien? Nein, können wir nicht. Ich weiß es nicht. Oh. Ich stecke zwischen den beiden Felsen. Wenigstens wurde ich nicht zerquetscht. Hm. Dann ist ja nicht so schlimm, ne? Ha? Excuse me? Isaac, hast du den Felsen bewegt? Nein. Der Felsen, er schwebt. Schnell, Feizi, wir müssen Hüsu rausziehen. Mach dich bereit, Hüsu. Ich werde ziehen. 1, 2, 3. Zieh doch einfach. Wir haben es gleich nur noch ein Stückchen. Hältst du noch durch, Isaac? Nein! Es gibt kein Zurück. Zeige Verantwortungsbewusstsein. Bereit, ich ziehe jetzt. 1, 2, 3.
Wir haben es geschafft, Meister Hammer. Wieso ist frei? Sorry, deine Mutter. Wir haben es geschafft, Feizi. Danke, Isaac. Wir müssen Meister Fee kontaktieren, damit er sich um Hisus Verletzung kümmern kann. Um Hisu kümmern kann. Ich werde ihn auch bitten, die Felsen aus dem Weg zu räumen. Ausgezeichnet. Wenn die Seitenstraße blockiert bleibt, werden alle leiden müssen. Adepten, lasst mich euch nochmals danken. Ich bin euch wirklich dankbar. Ja, ist okay. Gib Geld. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr uns helfen würdet. Nein, Meisterin Hammer. Wir sind diejenigen, die dankbar sein müssen. Danke, dass du mir die Kraft der Enthüllung verliehen hast. Aber was du sagtest. Was ist Ivan? Ja? Ich weiß, der vorgeschlagen hat, euch zu helfen, nicht wahr? Was? Nein. Lass mich ins Bett, Luffy! Schlaf wunderbar. Gute Nacht dir. Nein, Grant, du wolltest, dass wir weiterziehen. Isaac Mia, lass mich nicht wie ein Deppen dastehen. Keine Sorge, Garrett. Ich nehme es dir nicht übel. Gute Reise, meine Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Aber alle ganz wild hier. Wolltest du Meisterin Hammer nicht fragen, was sie vorhin meinte? Wir wissen nicht, wann wir Meisterin Hammer wiedersehen werden. Also, glaubst du nicht auch, wir sollten Meisterin Hammer fragen, was sie meinte? Ja. Siehst du, wenn es dich bedrückt, solltest du sie einfach fragen. Vielen Dank euch allen. Es ist besser, wenn wir jetzt gehen. Was meinst du damit? Nachdem Meisterin Hammer diese Worte ausgesprochen hatte, konnte sie mir nicht mehr in die Augen schauen. Das macht mich nur noch neugieriger. Macht euch keine Gedanken. Ich glaube nicht, dass sie es mir sagen würde, selbst wenn ich sie direkt darauf anspreche. Nun, es ist nur... Meisterin Hammer wird es mir sagen, wenn wir unsere Mission erfüllt haben. Sie ist deine Mutter, 100 Pro. Irgendwie so ein Quatsch. Daran muss ich glauben. Ich glaube auch daran, dass ich eines Tages sehr, sehr reich werden werde. Ich muss nur daran glauben, ja, ja. Ah ja, und noch ein Witz für Flummi. Komm, wir kaufen ein Fernglas. Und dann? Dann sehen wir weiter. Er war nicht ganz so scheiße. Wir hatten schon deutlich schlimmere. So, ich hatte auch mal Spaß in, viel Spaß in der letzten Nacht vor Eldenfrust. Ja, ich glaube auch. Dann gute Nacht allen, die jetzt schlafen gehen. Schlaft wunderbar. Oh. Wir haben jetzt hier ein Thermometer. Enthüllung. Ah, diese Wüste ist viel heißer, als ich es mir vorgestellt habe. Meine Kleider sind schweißdurchdringt. Das ist widerlich. Hätte ich speichern sollen. Ich halte keine Minute länger durch. Wo ist die nächste Oase? Sie war jetzt einfach hier. Ich sollte speichern. Also große Extrawege ist hier nicht. Ich schwitze wie ein Pferd. Ich wünschte, ich hätte leichte Kleidung dabei. Du kannst dich hier ausziehen. Ich kann bei dieser Hitze nicht cool bleiben. So, Dave and Trey, was? Diese Wüste ist viel heißer, als ich es mir vorgestellt habe. Ah, ja. Oh. Ah, na gut. Dann sind alle gar nicht voll auf. So. Thank you.
Das wird schlecht. Meinung des nach. Oh, und dann kriegen alle Schaden. Ah. Ja, okay, das ist ja nicht so schlimm. Ja, gut. Splatsch. Oh ja, viele Häuser. Wo muss ich überhaupt hin? Wieso habe ich mich denn jetzt schon wieder verlaufen? Ach, da geht's durch. Da habe ich nicht geschnallt. Aha. Kämpferbiene. Okay. Ja. Ich glaube, dass ich meinen Kater füttert. Mich füttert, den Hayage. Also, dass du deinen Kater fütterst. Ihr füttert Katschen. Katschen gehören gefüttert. Ameisenlöwe erscheint. Aha. Das ist okay. Erstmal Schutz. Ich weiß ja nicht, was das für eine ist. Oder sie füttert sich selbst ihren Kater? Bitte nicht. Nein. Keine Katzen essen. Okay, da war es doch einfacher als erwartet. Oh. Oh, der ist dadurch repeatable. Hat der viel EP gegeben? Das muss ich mal gucken. Natürlich jetzt frech. Oh, 68 Punkte. Wo sehe ich denn, was ein Level-Up kostet? Nee, hier Erfahrung. Ja, aber wo? Nächstes Level. Ich hätte Glück, bla bla. Noch 2000. Ah, okay, da steht's. Ja. Naja, ich halte das alles nicht mehr aus. Ja? Perfekt. Ah, Mist, da drüben wäre auch noch was gewesen. Ist das Loot? Schade. Ja, ist ja gut. Was seid ihr denn? Lustige Schweinebärmänner. So. Schauen. Aber mal gucken. Sturmblitz. So. Mhm. Das ist die dümmste Animation immer noch. Irgendwer hat ein Level Up und eine Nuss. Ha. Ich hab gerade was. Moment. Erst fütter ich den Kater, dann fütter ich mich selbst und dann fütter ich mein Bettchen mit mir. Eine nahtlose Verkettung des Fütterns.